Hallöchen, ihr Lieben. Heute habe ich euch einen richtigen Klassiker unter den Weihnachtsrezepten mitgebracht, den vierbacken Linzer Plätzchen bzw. Spitzbuben. Die sind auch echt so super einfach gemacht, schmecken schön butterzart und man hat auch ziemlich lange was davon, denn die Plätzchen halten sich in einer Keksdose ungefähr 2 Wochen lang frisch. Jetzt gibt es einmal die Zutaten für euch und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Wir benötigen 125 Gramm kalte und in kleine Stücke geschnittene Butter, 200 Gramm Mehl, 100 Gramm Puderzucker, 40 Gramm gemahlene Mandeln, ein Ei und eine Prise Salz. Das Rezept mit den Mengenangaben schreibe ich euch aber auch wie immer nochmal zum Nachlesen auf meinen Blog, Link dazu in der Infobox. Als erstes packen wir uns alle trockenen Zutaten in eine Rührschüssel, also einmal das Mehl, die Mandeln, die Prise Salz und den Puderzucker und das vermengen wir zuerst einfach nur ein bisschen mit einem Löffel. Als nächstes geben wir uns die Butter und das Ei mit dazu und dann mixen wir entweder mit den Knethaken der Küchenmaschine oder mit unserem Mixer alles einmal ordentlich durch. Das soll jetzt auch zunächst einfach nur eine krümelige Masse werden, in der aber schon die Butter schön gleichmäßig verteilt ist. Dann kneten wir den Teig einmal kurz auf unserer Arbeitsfläche durch. Sollte er zu doll kleben, könnt ihr auch gerne noch etwas Mehl unterkneten. Und sobald dann ein geschmeidiger Teig entsteht, brauchen wir etwas Frischhaltefolie, in der wir uns unseren Teig einpacken. Drückt den Teig auch am besten schon etwas flach, damit er sich später leichter ausrollen lässt, denn jetzt wandert unsere Teigportion für mindestens eine Stunde in den Kühlschrank. Nach dem Kühlen wird der Teig auf einer gut bemehlten Arbeitsfläche ausgerollt, am besten auch nur 2-3 mm dünn, weil wir später 2 Plätzchen aufeinander setzen möchten und dann sollte das Ganze am besten auch nicht ganz so hoch werden. Sobald ihr dann fertig ausgerollt habt, braucht ihr einen mittelgroßen Ausstecher. Ich habe jetzt hier zum Beispiel einen runden mit gewelltem Rand verwendet, aber ihr könntet auch genauso gut einen Ausstecher mit Motiv nehmen, wie jetzt zum Beispiel ein Herz oder einen Stern. Wichtig ist nur, dass ihr einen passenden kleineren Ausstecher habt, mit dem ihr dann später die Löcher in die Plätzchen ausstechen könnt. Und falls ihr keine kleinen Ausstecher habt, könntet ihr auch theoretisch eine runde Tülle verwenden. Und dann stechen wir uns genauso viele Plätzchen mit Loch aus, wie wir auch normale Plätzchen ohne Loch ausstechen. Ist ja auch logisch, denn wir brauchen ein Plätzchen für den Boden und eines mit Loch für den Deckel. Die Plätzchen werden dann bei 175 Grad Ober- und Unterhitze für ungefähr 8 bis 10 Minuten im vorgeheizten Backofen ausgebacken. Bei mir ist das erste Blech jetzt ein bisschen dunkler geworden als das zweite, schaut also echt zwischendurch mal rein, wie euer Ofen da heizt, damit die Plätzchen eben nicht zu dunkel werden. Die fertigen Plätzchen lassen wir dann zunächst vollständig auskühlen und dann sammeln wir uns alle Exemplare mit dem Loch auf einem Backpapier und bestäuben sie dann mit Puderzucker. Als nächstes bereiten wir die Füllung vor, für die wir ein Glas Himbeerkonfitüre ohne Stückchen benötigen. Die füllen wir uns in einen Topf und kochen sie einmal auf dem Herd auf. Dadurch wird die Konsistenz nämlich auch flüssiger und wir können die Plätzchen damit einfacher befüllen. Die Marmelade könnt ihr auch ganz einfach mit einem Löffel auf den unteren Plätzchenhälften verteilen. Lasst euch nur ein bisschen Platz zum Rand, damit nicht später alles an den Seiten herausläuft. Und verteilt in der Plätzchenmitte auch gerne nochmal ein bisschen mehr, damit sich das zurechtrücken kann, wenn wir die obere Hälfte andrücken. Und wer gerade aufgepasst hat, wird gesehen haben, dass ich die ausgestochenen kleinen Herzchen auch ausgebacken habe. Die könntet ihr dann nämlich auch nochmal mit ein bisschen Marmelade an die Plätzchenränder kleben. Damit sind unsere Spitzbuben bzw. Linzer Plätzchen auch endlich fertig und sie sind wirklich sowas von lecker. Ich weiß, sie sind auch hübsch und deswegen würde man denken, sie eignen sich perfekt zum Verschenken. Aber dadurch, dass sie so lecker sind, überlegt man es sich echt zweimal, ob man überhaupt welche davon abdrücken kann. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben und abonnieren nicht vergessen und dann sehen wir uns das nächste Mal mit einem neuen Rezept wieder. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.